Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei meinem absolut Lieblingsspiel The Sims Sit and Run. Die Freunde, die was seit Folge 1 das Spiel gesehen haben, wissen, dass das nicht sehr ernst gemeint war. Gut, wir müssen mit Lisa sprechen. Wir sind hier jetzt im Horror-Kabinett-Haus bei uns daheim. So schauen wir später irgendwann einmal aus als Homer Simpson, wenn wir die ganze Zeit vor der Flimmerklotze sitzen. Und jo, Fernbedienung haben wir auch in der Hand. Perfekt. Ne? So, Lisa, wir reden mit dir. Dad, die Zombies sind unterwegs. Sollten wir nicht was unternehmen? Nicht jetzt, Lisa. Daddy muss sich auf das Baseballspiel konzentrieren. Es ist Punkt 7 Uhr und... Oh Gott, Zombies! Sie verschlingen die Menge! Jetzt fressen sie mein Gehirn. Au, diese Schmerzen. Na gut, ich werde uns ein paar Notvorräte besorgen. Dämlicher Brockman, sich von Zombies fressen zu lassen. Sammle Nachschub, um die Zombies abzuwehren. Lass die Zeit nicht verstreichen. Jo, drücken wir mal auf Weiter. Ah, jetzt fahre ich euch platt. Geh zu Flanders Haus und keine Ahnung was. Sprich mit ihm anscheinend. Darf. Nee. Flanders, gib mir deinen Erste-Hilfe-Kasten. Ich hatte gehofft, ihn für Rod und Todd aufheben zu können, um ihre Gehirnfresser-Wehwehchen behandeln zu können. Reib sie doch einfach mit einer Bibel ein. Und das wirkt, um Zombies abzuwehren? Wer bin ich denn? Dr. Oberwissenschaftler? Okeli Dokeli, hier ist das Erste-Hilfe-Kästchen. Daddy, wenn die Zombies tot sind, warum sind sie dann nicht im Himmel? Hoffentlich macht mein Gehirn einen armen, hungrigen Zombie satt. Ja, sammle den ersten Hilfekasten ein. Zack. Mal sehen. Ich brauche etwas, um die Fenster zu verbrettern. Ich hab's! Bretter! Wow, ich brauche 5 Minuten Schläfchen. Ah, sitzen ist am schönsten. Lol. Lol. Weg da. Okay, das haben wir verschissen. Wieder mal. Ach, ich scheiß auf dieses Video. Tja, das haben wir deswegen verschissen, weil wir nämlich keinen Super. Wagen hatten. Nur jetzt bestelle ich meinen. Ganz einfach. Aua, mein Schritt ist ganz wund. Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Ich kraul dir auch den Rücken. Friss meinen Staub! So, da mag ich genug noch Zeit zum Flanders. Flanders, gib mir da. So. Ich brauche etwas, um die Fenster zu verbrettern. Ich hab's! Bretter! Mach schon! Und jetzt sind wir auch vorbereitet, ne? Jetzt haben wir auch ein. Ah, jetzt will ich schon wieder Hand. Jetzt habe ich schon wieder Leertaste genommen für Handbremse. Wann merke ich mir das endlich mal? Ich bin kein besonders guter Fahrer. Das stimmt. Das ist doch nicht richtig. Alter. Das gibt's doch nicht. Ey. Versuchen wir es mal. Du willst mich doch verarschen, oder? Dreckspül. Jetzt aber los. Der Kletus. Ah, das ist doch dieser... Dieser Möchtegern... Farmer da, ne? Flanders, ja, ja, Flanders, gib mir deinen Erste-Hilfe-Scheiß-Kofferl. Ich brauche etwas, um die Fenster zu verbrettern. Ich hab's! Brettern. Komm schon! Ich weiß nicht. So. Dauernd fahre ich überall irgendwo dagegen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, 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 ja. Komm zurück! Auf den Brettern schlafen wir! Ich muss wohl wieder ein Schwein als Kopfkissen benutzen. Super! Ich bin ein super durchtrainierter Tempolümmel. Sprich mit Mo, okay. Da packe ich aber meinen Wagen jetzt so. Hätte ich doch bloß einen Hund mit einem Sattel.
Mo, ich brauche deine Kettensäge, um ein paar Zombies zu zerstückeln. Aber wie soll ich mich dann verteidigen? Mo. Sollten die Waffen nicht die retten, die von allen gemocht werden? Du hast wohl recht. Ich habe mich wohl klar genug ausgedrückt. Naja, dann kämme ich mir lieber die Haare, bevor die Zombies hier eintreffen. Holt die Kettensäge. Hey, das wurde aber auch Zeit. Oh, jetzt müssen wir wieder zurück nach Hause fahren. Sehr schön. Au, mein Hals! Oh, wir sind schon fast hit and run. Uiuiuiui. Oh, die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Gemeine, minderwertige Schuster. Lol, ey. Leichen wegen als Polizeiauto sind nicht schlecht. Das war Bart! Mach du das erstmal besser! Scheiße! Bitte verklag mich nicht! Daran ist das Establishment schuld! Och Mensch! Du musst mich jetzt verarschen, oder? Leicht! Wie Sahne! Jetzt muss ich... Oh, jetzt muss ich alles nochmal machen! Sahne. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Irgendwie kommt das so vor, je knapper, beziehungsweise je, also das Spiel ist ja hoffentlich bald zu Ende, hoffentlich deswegen, weil es ja nicht mein Lieblingsspiel ist. Das sind ja meine Nachos. Desto weniger Zeit hat man dann irgendwie nur mehr. Weil es schon sehr knapp bemessen, muss ich sagen, die Zeit. Nicht zählt ewig. Wow. Der Wagen hält ganz schön was aus. Ja, kommt drauf an, was du unter ganz schön viel aushalten verstehst. Komm zurück! Auf den Brettern schlafen wir! Ich muss wohl wieder ein Schwein als Kopfkissen benutzen. Friss meinen Staub! Oh, ich habe meinen Auftrag vergessen. Wo ist er denn? Hallo? Da ist er. Ich brauche deine Kettensäge. Die Kettensäge, die gute alte Kettensäge. Das waren wieder 3 Sekunden verstrichene Zeit. Oh, ich wollte eine Erdnuss. Versuchen wir es mal. Puh, das wird knapp. Alle weltlichen Güter sind vergänglich. Aus der Bahn! Puh. Ich bin sowas von raffiniert. R-A-F-N-I-R-T. Raffiniert! Das war jetzt knapp. Das war jetzt wirklich knapp. Ich bin ein super durchtrainierter Tempolümmel. Auf bald, ihr Versager! Okay, jetzt müssen wir zum Schulgebäude fahren. Oh, was war denn da Schönes? Beziehungsweise, nee, ich muss euch ganz ehrlich sagen. Oh, die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich werde das jetzt alles hier nicht machen. Weil ich so schnell wie möglich irgendwie das Spiel fertig spielen will. Ich weiß, es hat mir am Anfang Freude gemacht, nur es zerrt wirklich sehr an den Nerven irgendwann einmal und so richtig Freude macht es mir nicht mehr so. Entweder weil ich zu blöd oder zu doof bin für die richtigen Zeitrennen oder einfach nur deswegen, weil ja, weil es einfach so knapp bemessen ist die Zeit und weil sich die Wagen ja doch irgendwie so bescheuert steuern lassen, dass ich einfach, ja, nicht mehr die Zeit fahren kann, die uns vorgegeben sind. Und darum werde ich jetzt schauen, dass ich das Spiel so schnell wie möglich beende. Ah, endlich die Beine ausstrecken und... Hey, du da, stinkender Sam, was ist denn los?
Das Raumschiff der Außerirdischen benutzt einen Ansaugstrahl, um Eindringlinge in ihr Verderben zu saugen. Tch, der schlechteste Special-Effekt, den es je gab. Aber es ist real. Der schlechteste Special-Effekt, den es je gab. Was ist das für ein cooler, schwarzer Wagen? Wenn meine Kenntnis über Science-Fiction-Filme richtig ist, was sicher stimmt, ist der schwarze Wagen ein Kundschafter für das Mutterschiff. Wenn du fertig bist, möchte ich meine letzten Stunden auf der Erde damit verbringen, mich über Filme im Internet zu beschweren. Das Geschenk zu leben ist bei dir vergeudet. Ich kann dir nur empfehlen, dir so einen Zombie-Wagen zu besorgen. Der wird dir Schutz gewähren. Aber der braucht menschliche Gehirne als Antrieb. Davon habe ich reichlich. Du brauchst einen Zombie-Wagen, um diese Mission zu vollenden. Kauf in dem Zombie beim Springfield Friedhof für 500 Münzen ab oder vor darin. 500 Münzen, wie viel haben wir denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Aha. Nein, nicht mit Wagen. Ach Mensch. Okay, ich gehe vor Gericht. Moment, das war schon vorher so. Das hat so. Oha, ich habe 22 Münzen, 500 brauche ich. Okay, das heißt, wir gehen jetzt einmal auf Münzenjagd, bevor wir irgendwas machen können. Das ist natürlich nicht so prickelnd, weil ich wollte eigentlich das Spiel schnellstmöglich beenden. Seitenstechen, das tut weh. Das kann ich natürlich so jetzt vergessen. Darf nie wieder reden. Das ist nicht richtig. Das ist überhaupt nicht richtig. Wenn du keine hübsche schottische Maus bist, in einem hübschen kurzen Kilt, verzeih. Okay, ich geh schon. Okay, das Auto ist Fuji-Kaka. Okay, Ich brauche 5 Minuten Schläfchen. Okay, vielleicht werden wir ja doch irgendwie, ja. Juhu! Juhu! Ha! Ich flieg wie ein Bonbonpapier im Aufwind. Vielleicht werden wir doch irgendwie die ein oder andere Kamera suchen und, jo, Tja, Münzen sammeln gehen. Tja. 100 haben wir ja schon, 500 brauchen wir. Naja. Upsala. Geht's da nicht weiter? Normalerweise. Oh, warte, da ist eine Karte, oder? Ja, denke ich mal, ja. Aua, mein Schritt ist ganz wund. Okay, warte jetzt einmal, da muss ich hier rauf. Scheiße, wie komme ich denn da rauf? Jawohl. Ja, damit. Nur noch ein paar mehr. Okay. Oh, Seitenstechen, das tut weh. Oh. Ich brauche deine Hilfe. Ah, okay. Mein Auto schläft. Mein Auto schläft, ja, ich schlafe auch gleich, ne? Okay, na gut, dann, keine Ahnung, rundieren wir halt einmal ein bisschen was, dass wir zu Münzen kommen. Da gibt's nichts mehr. Na gut. Was kriegen wir dafür, Kürbisse irgendwas? Ja, eine Münze. Ui, toll. Ja, bei dem kriege ich keine Münzen. Das ist einfach nur ein Zeitrennen. Wenn ich nur wüsste, wo die ganzen Wespenkameras versteckt sind. Unus. Ich bin ein super durchtrainierter Tempolöwe. Momentos, da oben war eine. Das weiß ich. Nein, nicht komplett wieder. Also Kamera oder. Na, da. Oh ja, eine Kamera. Aua, du Scheißwespe. No? Jetzt ist jetzt nur schwerer zum Bekämpfen. Alter, die gingen noch schwerer. nicht lustig. Nein, die verschwinden, die scheiß Münzen. Ficken. Wow!
War da nicht normalerweise eine Karte? Juhu. Nur so nebenbei mal. Ach, da oben ist eine, okay. Tja, wie komme ich denn da jetzt wieder rauf? Achso, ja genau, Trick 17 war das. Mit einem Werbeplakat, oder? Nein. Ich flieg wie ein Bonbonpapier im Aufwind. Genau. Okay, die Münzen gehen eigentlich eh relativ schnell. Also, relativ gesehen. Relativ, meine Freunde. Ui, was ist denn da? Meine Münze. Oh. Und tschüss. Ui, was sehe ich denn da? Ein kleines Autochen da am Dach. Gehört schon mir. Ui, das ist auch eine Wespenkamera. Ja, da muss ich jetzt mal raufkommen. So. Das war meine. So. Wow! Ah, das haben wir schon geübt. Jawohl. Ui, schön. Meine alte Sammelleidenschaft. Genau, die alte Sammelleidenschaft. Und die alte Sammelleidenschaft geht aber in der nächsten Aufnahme weiter, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, Freunde. Tschüss.